Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vintage Story. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Wir beginnen wieder diese Folge in der Höhle. Ich mache mal noch kurz ein paar Granitblöcke kaputt, um ein bisschen Cobblestone herzustellen, damit wir quasi unser Dach komplett dicht kriegen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir eventuell eine Etage einziehen. Müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Und ich würde sagen, wir machen das nach dem Intro. Viel brauchen wir ja nicht, weil wir brauchen ja insgesamt bloß drei von diesen Steinen sozusagen. Und müssen wir dann halt. Also ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht abgezählt, wie viel Slabs wir insgesamt benötigen. Aber ich hole jetzt einfach ein bisschen was. Ich mache übrigens so ein bisschen die Höhle ein bisschen gerade, dass die ein bisschen besser aussieht. Also was heißt, warum, weiß ich nicht. Vielleicht kann man später das irgendwie nutzen, um irgendwas zu bauen da drinnen. Einen Bunker oder so, falls wieder mal ein temporaler Sturm kommt. Aber das Blöde ist ja, dass natürlich auch die Drifter in Höhlen und so weiter spawnen, je nachdem, wo man ist. Bei einem temporalen Sturm. Dann kann man sich halt einfach nicht irgendwo rein verstecken. Und ich glaube, man kann sich höchstens maximal in so einem 1x1 Block verstecken. Also wenn man sich halt quasi hier so hier reinstellt und dann eine Tür reinmacht. Ich glaube, das würde reichen. So, gucken wir mal. Clay haben wir ja noch mehr als genug da. 32, reicht das? Wir machen mal, wir nehmen mal alles. Da haben wir jetzt hier 64. Ja, das reicht, Dicke. Also das ist auf jeden Fall mehr als genug. Ja, dank der Scaffoldings, die ich mir mal hier gemacht habe, kann ich auch direkt wieder hier hochklettern. Die lassen wir auch einfach mal stehen, weil... Ja, sieht cooler aus als so eine Leiter. Okay, jetzt werde ich irgendwie versuchen, mal hochzukommen. Wir müssen sowieso... Wir machen mal hier ein Loch. Wir machen mal ein Loch und das können wir dann wieder zumachen. So. Gut, wir hatten nämlich hier... Genau, richtig. Den hatten wir nämlich auch verkehrt rumgesetzt. Und auf der anderen Seite ist ja genau das Gleiche gewesen. So, da gehen wir gleich mal hier rüber. Da ist nämlich der Übeltäter, ne? Das sieht nämlich auch nicht so schön aus. Deswegen bauen wir das mal noch um. Zack. Und die Granitblöcke. Granite Slabs, die packen wir mal hier dran. Jetzt machen wir folgendes. Ich werde jetzt einfach mal. Nee, so ist es verkehrt rum. Warte mal. Wir werden nämlich jetzt hier mal so einen Abschluss machen. So, genau. Genau. Und die Slabs, die machen wir jetzt hier hin. Mal gucken, ob das geht, ohne dass wir eine verkehrt rumsetzen. Wir hätten sie natürlich auch ins Inventar packen können, aber... no risk, no fun, ne? Wie man das so schön sagt. Achso, das war's schon wieder. Mehr habe ich gar nicht in der Tasche. So. Ja, heute ist ja Sonntag, morgen ist wieder Montag und morgen ist wieder eine Woche im Homeoffice und weiß nicht so richtig. Auf der einen Seite ist es ganz cool, man kann halt ein bisschen länger schlafen, man hat halt diesen Weg nicht, ja. Echt jetzt? Aber ich muss halt, wir haben halt kein Notebook oder sowas, was wir immer hin und her tragen können. Ich muss halt immer das Telefon, also quasi ein richtiges fettes Telefon und den Computer und alles mitnehmen. Und das nervt dann schon ein bisschen, wenn man das mal alles anschließen muss. Ich meine, muss es ja zu Hause anschließen, dann wieder im Büro anschließen, dann wieder dort abschließen. Das nervt.
Aber naja, so muss es halt sein aktuell. Kann man halt nicht ändern. Wie gesagt, auf der anderen Seite ist es ganz cool. Man kann halt ein bisschen länger schlafen, man hat halt diesen Weg nicht. Oder wenn man halt zur gleichen Zeit aufsteht, wie man sonst aufsteht, wenn man zur Arbeit fährt, dann hat man halt bis zur Arbeitszeit noch viel mehr Zeit, um irgendwas zu machen. Zum Beispiel hat man dann halt noch Geschirrspüler anstellen oder halt mal fix noch Müll runterbringen oder irgendwas halt. Müll runterbringen, das mache ich eigentlich, wenn ich wenn ich auf Arbeit gehe, nehme ich ihn auch ab und zu mal mit runter gleich. Aber halt, fix Wäsche anstellen oder irgend sowas kann man halt mal fix noch vor der Arbeit machen, ja. Oder in der Mittagspause kann man halt auch mal um die Ecke gehen, was einkaufen oder so, oder halt hier im Haushalt was machen, ja, keine Ahnung. Also ein paar Sachen kann man machen, die man sonst eigentlich nach der Arbeit halt macht. Kann man halt quasi noch vor der Arbeit machen, sag ich jetzt mal, oder halt in der Pause. Ja, das ist schon ganz cool. So, jetzt müssen wir mal gucken. Aua. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich muss erstmal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Jetzt haben wir auf jeden Fall unser Dach drin. Ne? Ich habe ja gesagt, wir wollen jetzt mal schauen, dass wir einen Boden reinzimmern. Und ich würde den Boden gerne in Eiche haben wollen. Wir haben so viel Eiche, wie ihr seht, weil wir dort einen schönen 3x3 Baum haben, dass wir das uns leisten können, sag ich jetzt einfach mal. Dazu brauche ich aber auf jeden Fall die Säge. Und jetzt überlege ich, ob ich halt einen ob ich Slabs nehme und reinziehe. Weil wenn ich jetzt hier direkt noch einen Block draufsetze, dann wirkt das zu tief, weil zu niedrig. Also die Decke wirkt dann etwas zu niedrig. Wenn ich Slabs nehme, habe ich, glaube ich, ein besseres Deckengefühl. Nennt man das so? Das Deckengefühl. Wir zerschneiden das erstmal in Bretter. Und dann machen wir mal Slabs. Wie gehen die Slabs? So gehen die Slabs. Ach, guck an. Ich dachte, war jetzt irgendwie der Meinung, dass das, dass wir da mehr brauchen. herrlich. So, warum, ja. So, ein bisschen mal teilen. Okay, gut. Wir schauen erstmal, wie weit wir kommen. Wir müssen sowieso dann mal gucken, wie, achso, warte mal. Hier machen wir es aber am besten so, dass wir die Slabs gleich zu solchen Slabs machen. Also diese, dass die nicht sich überall, ich glaube, wenn ich das von unten hier mache, dann bin ich immer dabei, die Dinger wieder abzubauen und zu drehen. Deswegen gleich umdrehen, macht alles einfach. Einfacher. Weil einfach ist, ne? Aus irgendeiner Werbung war das doch. So. Man könnte ja anstelle der Kisten dann hier die Treppe nach oben machen. Wobei die Treppe nach oben, das wäre blöd, weil man hier sowieso mal anstößt. Müssten die eventuell... Man könnte die ja dann... Wobei, man kann die ja dann hier so hinmachen, die Treppe. So ein bisschen hier und dann nach oben. Ja, das geht. Das machen wir auch so. Das ist eine gute Idee. Julius, dankeschön. Toll. Von wegen, ich setze die falsch, ja? Nicht falsch. Man kann sie halt auch einfach mal richtig kacke setzen. Hier würde ich aber jetzt keine Slab nehmen. Hier würde ich dann, das lasse ich erstmal aus. Weil ich dann hier drüber noch was machen möchte. Also ich möchte den Abschluss halt besser machen. Und wir müssen sowieso mal gucken. Ist das eigentlich zu dunkel? Ich kann die Gamma ein bisschen höher nehmen. Dann sieht man im Video vielleicht auch ein bisschen mehr. Weil wir nehmen ja gefühlt immer nur im Dunkeln auf. Also ich habe echt das Gefühl, dass die Nächte immer... Also das, wenn es dunkel ist, ist es halt einfach zu dunkel. Ah ja, hier können wir... warte mal, hier müssen wir was wegnehmen. Na! So, jetzt aber. Ja, genau. Voll falsch gesetzt.
Also man hatte immer das Gefühl, dass die Nacht immer unglaublich lang ist. Obwohl. Apropos Nacht, es wird hell. Es sieht hier bloß hier drin so dunkel aus, weil es, ja, keine Ahnung. Oh, weia. Oh, so. Haben wir zumindest schon mal den ersten Boden drin. Mehr Böden brauchen wir ja fast gar nicht. Wir haben jetzt hier nur noch diesen Raum. Och, Mann, oh, ey. Mann, oh! Ich habe vergessen, die Slabs hier mit drüben zu nehmen. Oh, shit. Verdammte Kacke. So, warte. Jetzt aber. Mann, oh, ich will... Naja, dann drehen wir die auch gleich um. Ich nehme jetzt die hier. So. Oh, ey. Leckt mich doch am Eimer. Leute, Leute, Leute. Ja, ein paar Bretter müssen wir, glaube ich, noch machen. Das wird nicht ganz reichen. Och, Mann, oh, ey. Was ist denn hier los? Gelenkig wie so eine Brechstange, ey. So nix hier mit Fingerfertigkeit. Wir, keine Ahnung. So. Ja, ich denke mal, mit den Slabs sind wir eigentlich ganz gut bedient. Also was ich ja cool finden würde, so ein, noch so ein cooles Holzlager oder sowas. Also, wobei, ja gut. Na, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber na, Holzlager, na doch, können wir ja, mal sehen. Ich weiß es noch nicht. Wir werden das entscheiden. Wo wir das dann draußen machen. Bisher ist ja immer irgendwie alles nur funktional gewesen. Wir haben ja nie wirklich groß... Oh, jetzt habe ich wieder einen falsch gesetzt. Wir haben nie wirklich groß gebaut auf Design irgendwie, ne? Wir haben immer funktional gebaut. Auch auf dem letzten Server hatten wir das halt so. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir wollen hier eine Treppe hinmachen. Das heißt, wir müssen die Kisten irgendwo anders hinstellen. Ich nehme erstmal diesen Kerl hier. Kann man den eigentlich einsacken irgendwie? Ich weiß gar nicht, wie man das aufnimmt. Ah ja, so. Okay. Wo stellen wir den Kerl mal hin? Wo uns nicht stört. Ich stelle den erstmal hier hin. Und dann ziehen wir den die Klamotte wieder an. Muss man Shift drücken, sonst tauschen wir die Klamotten. So, die Rüstung brauchen wir, wenn wir wieder in den Kampf ziehen. Ich werde Treppenstufen aus Eiche machen und die können wir dann später ein bisschen jizzeln. Ich glaube, die Treppenstufen werden hier so rumgemacht, ne? Ne, warte, die werden andersrum gemacht. Die sind hier in, was? Ne. Ey, Leute. Ich kann mir nicht merken, wie man Treppenstufen macht. Stair. Wo ist denn hier Holz? Holz, 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 da. Ach so, nur zwei. Ah. Na, so wird ein Schuh draus. Beziehungsweise eine Treppe. Zack. Zack. Ah, komm hier. Was soll der Geiz? Wir machen alles zu Stairs. Okay, das hier muss ich mal abbauen, weil das ist nämlich ein gejizzelter Block, der etwas übersteht. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann setzen wir... Warte mal, wir setzen... Warte, ich baue erstmal hier das weg. Mal gucken, wie wir es am besten machen. Ich mache erstmal bloß die eine Reihe.
Wobei die Kisten, die nerven mich. Die müssen weg. Beziehungsweise die kann ich ja dann hochstellen. Das heißt, ich werde erstmal. Ich brauche mal einen Block. Ich brauche mal Erde. Ich nehme Erde. Ich nehme jetzt hier einfach Erde, um das abzuschließen. So. Weil dann kommt nämlich hier die Treppe dran. Ja, so hier. Zack. Dann kommt Erde. Und wieder die Treppe. Nein! Och, Mann! Unglaublich. So. Ach, jetzt schon wieder nichts zu futtern. Warte, wir gehen mal in den Keller. Wir haben ja jetzt quasi eigentlich auch, haben wir so oben was zu essen? Ja, ein bisschen. Zur Not kann man nochmal ins Spawn gehen. Die Bummeltrine hat ja dort ihr Essenslager, was sie den Spielern anbietet. Da können wir uns ja dann später mal noch ein bisschen was zu essen in den Mund stopfen. Sollte unser Essen nicht mehr ausreichen. So. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie weit gehen wir runter? Ach, das ist alles etwas schwierig. Weil wenn ich jetzt hier einen dran setze, da kommen wir vielleicht zu weit hier vor. Und so, also würde ich vielleicht noch eine Stufe hier dran setzen. Aber dann haben wir, da haben wir nur einen so einen Block. Also ich würde ja gerne so, dass man dann hier so hochläuft. Dann müssen wir den sowieso noch wegnehmen. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Wenn wir die Treppe einfach noch ein Stückchen weiter nach hinten setzen. Also wenn man hier mit... Aber dann hat man nur eins. Weil man kann halt quasi dann nur maximal bis hierher laufen. Weil man kann die Treppe nicht an der Seite hochlaufen, weil man dann an der Dachkante anstößt. Und das ist ein bisschen kacke. Das will ich nicht. Deswegen machen wir es erstmal so. Ich nehme mal die Kiste hier weg. Die können wir ja erstmal hier drunter stellen. 1 Kerzen. Stelle ich mal hier hin. So. Und wenn ich das jetzt hier hinsetze. Wir sind zu weit. Wir sind auf jeden Fall zu weit nach vorne. Das nervt mich gerade ein bisschen. Wie könnte man das denn am besten... Oh, ich muss mich mal gerade hinsetzen. Am besten ordentlich machen. Eigentlich... Es ist doch eigentlich genug Platz für so eine Treppe, oder? Ich meine, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Blöcke. Man könnte ja... Wenn ich aber dann hier schon rangehe und dann hier so hier, dass man dann das nach hinten verschiebt... Muss man halt hier quasi die Blöcke nochmal absetzen. So, dann hat man hier also einen Dingsblock. Und den anderen Block setzt man dann nämlich schon hier dran. Und den dann hier oben drauf. So. Dann kann man hier langlaufen. Aber das sind wir halt mitten in der Tür, ne? Wir sind halt mitten in der Tür. Und das ist auch was mir nicht gefällt. Könnte theoretisch, Moment, man könnte, wenn ich den Block jetzt aber hier dran setze, ich könnte ja mit dem Jizzle, wobei, warte mal. Wenn ich das hier wegnehme. Halt, nee, warte mal, das ist falsch. Gehen halt quasi hier lang.
dann hier hoch? Ah, ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Ja, so auf engstem Raum zu bauen, ist immer ein bisschen katastrophal, sag ich mal. Man müsste halt jetzt irgendwie wahrscheinlich dann doch nochmal eins weiter nach hinten setzen, aber dann kommen wir wieder zu weit auf über die Tür drüber. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Guck mal, hier fällt auch schon eine ganze Schose ab. Ich weiß gar nicht, warum. Was haben wir denn hier abgebaut? Das sehr merkwürdig. Hier so lang. Ich möchte halt nicht unbedingt in der Tür landen, ne? Also, dass man mal reinkommt, dass man hier nicht direkt auf die Tür, auf die Treppe hinkommt. So. Und dann müsste ja hier eine Stufe hin. Aber das ist halt auch blöd. Man könnte, man könnte ja die Stufe auch jizzeln. Man könnte die Stufe ja dann entsprechend jizzeln, wenn ich jetzt hier mal den Jizzle nehme und ein Stückchen wegbaue. So. So, guck mal. Dann können wir das nämlich so machen. Da kommen wir ja auch hoch. Das sieht jetzt nicht so elegant aus. Sieht jetzt nicht allzu elegant aus. Aber wir haben ja generell die Möglichkeit, hier und so. Also wir laufen hier hoch. So. So. Und man könnte ja, kann ja dann hier nochmal Holz hinsetzen. So. So Treppenaufgang so hier. Dann läuft man hier so lang. Dann brauchen wir eigentlich hier auch diesen gar nicht. Diesen gejizzelten Block. Dann machen wir den mal wieder rein. Dann ist halt die Treppe hier noch ein bisschen breiter. So. Also auf der unteren Seite ist sie dann nicht so eng. Und dann sind wir hier drin. Oder oben. Und ich sag mal, wenn wir das hier alles als Treppenaufgang nehmen, könnten wir theoretisch so da hier noch Blöcke nehmen. Also wenn das dann hier Holz ist, hier so Holz. So. Dann kann man hier lang gehen. Auf einen schönen Treppenaufgang und geht hier hoch. Das muss er dann halt noch ein bisschen schön machen. Jetzt habe ich ja halt, wie gesagt, nur Erde drin. Man kann sich dann auch sparen und man kann hier die. Ach Mann, das waren ja gar nicht. Ah. Ich dachte, das waren die. Ich dachte schon, es wären die getreten. Warte, wir nehmen die hier. So. Das heißt, wir gehen hier hoch. Da lang. Das können wir zumachen. Und hier können wir auch zumachen. Das brauchen wir nämlich nicht. Und dann haben wir hier schön den Treppenaufgang und dann geht man hier lang. Und wenn man reinkommt, läuft man halt auch nicht direkt auf die Treppe zu, sondern läuft hier an dem Dings vorbei. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so wild. Na gut, ja, ich würde sagen, der Plan steht. Das muss man dann halt alles hier ein bisschen hochräumen und das mache ich aber in der nächsten Folge. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut bis dahin und bleibt so schön. Tschüss!